Einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Samstag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case und Kaffee. Heute geht es rein, mal wieder in einen Dreams and Nightmares Case. Ein Fest, meine Freunde. Schöne Messer, sehr schöne Messer, potenziell. Butterfly Knife Gamma Doppler ist natürlich ein Traum. Meine Freunde, wir landen bei einem Pink, ey! Die kennen wir schon. Nur sehen die tatsächlich besser aus. Die sehen aus wie viel testet. Fast sogar Minimal Wear, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Well worn oder was? Jawohl. Das ist ja skandalös. Melandrama. Haben wir zweimal. Diese sind Battlescarred. Jawohl. Gezogen von meiner Freundin. Diese von gerade eben. Wirklich, das sieht nicht aus wie Well Worn. Aber gut. Nehmen wir. Wir haben damit auch automatisch die Streak gebrochen. Endlich. Blau, 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 blau. Endlich ein Pink. Ihr habt's gesagt in den Kommentaren, es wird Zeit für ein Pink. Es wurde ein Pink. Ein Fest. Abseits davon. Was Neuigkeiten bezüglich CS2 angeht, überschlagen sich ja aktuell gerade so ein bisschen die Gemüter. Es gibt genug Anzeichen für ein neues Ranking-System. Und darüber möchte ich kurz reden, weil wir das nämlich einblenden können, ein neues Menü für die Map Selection. Und das sieht ja fantastisch aus. Angehaucht, inspiriert von den Majors, beziehungsweise von dem Major Tab, aber es bleibt spannend. Auf jeden Fall. Das ist aber alles, was CS2 angeht. Alles spannend, vor allem auch das neue Ranking-System, sofern es denn eins gäbe. Oder geben wird. Es gibt genug Meinungen, die sagen, dass einfach irgendwas für Seasons, wie es ja anscheinend auch geben wird. Freunde, es bleibt spannend. Natürlich, wie auch nicht. Einen wunderschönen Samstag. Viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet, natürlich. Und wir werden uns morgen wieder hören. In alter Frische. Bis dahin.